prunkvoll, majestätisch, unverkennbar. Beethovens 9. Sinfonie. Das Ganze vor historischer Kulisse des Wasserschlosses Rasfeld. Mehr Superlative geht wohl kaum. Ja, sogar die dicken Regenwolken machten einen Bogen um das Konzert der russischen Philharmonie St. Petersburg, dienten gar als stimmungsvolle Kulisse. Kaum zu glauben, bei seiner letzten vollendeten Sinfonie war Ludwig van Beethoven schon taub, konnte das Meisterwerk selber gar nicht genießen. Ganz anders die rund 1000 Gäste der Musiklandschaft Westfalen, inklusive Dirigent Carlos Dominguez Nieto. Den hatte das Ensemble ganz offensichtlich bereits vor der 9. bei der Fantasie für Klavier, Chöre und Orchester überzeugt. Es war ein großes Vergnügen, ist toll, ein tolles Publikum. Tollen Chor, tolles Orchester, tolle Solistin. Man kann nur das sagen. Schön. Fünfmal schon war die Musiklandschaft Westfalen auf einem Feld neben dem Schloss Rasfeld zu Gast. In diesem Jahr zum ersten Mal im Innenhof. Zuvor nämlich standen hier noch drei Eichen. Damit aber Bühne und Publikum hier Platz finden, mussten sie im Sommer weichen. Ich wollte schon im Jahr 2009 hierher, aber da ging es eben nicht. Und jetzt bin ich froh, dass wir da sind, weil alleine die Akustik natürlich eine ganz andere ist. Das ist was anderes als auf dem freien Feld. Es war auch schön immer auf dem Feld nebenan, aber hier inmitten des historischen Gemäuers ist es einfach Traum. Es ist wie gemacht für ein Konzert. Eben auch für eine Geburtstagsparty der ganz besonderen Art. Stolze 1125 Jahre wird die Gemeinde Rasfeld in diesem Jahr. Und schuldenfrei ist sie obendrein. Nach mindestens 1000 Jahren Schwarzbrot darf es dann auch mal ein Stück Sahnetorte sein. Ja, lässt man sonst ein Orchester aus über 2000 Kilometern einfliegen, einen spanischen Dirigent und über 100 Musikerinnen und Musiker auf die Bühne bringen? Ein bisschen Bodenhaftung muss sein. Dazu noch ein Klavier aus Bocholt. Wir hatten ja im ersten Teil die Fantasie für Klavier, Chor und Orchester von Beethoven. Und der Flügel wird jetzt von der Bühne genommen mit einem Gabelstapler. Und da der nicht ganz billig ist, hoffe ich, dass das klappt. Alles klappt und Bühne frei für die 9. Natürlich mit dem berühmten letzten Satz, in dem Beethoven Friedrich Schillers Ode an die Freude unsterblich macht. Provokante Filme wie Clockwork Orange bis zur Europahymne. Strotzend vor Pathos verkörpert sie den Inbegriff für Einheit, Lebensfreude und Frieden. Genau richtig für das Rasfelder Publikum. Freude und Freunde zusammen und das Orchester, also die Musiker mögen das auch. Für den Chor ist die erste Möglichkeit, für diesen neuen Festivalchor, der letztes Jahr gegründet wurde, ist die erste Möglichkeit, so ein Stück zu spielen. Ich glaube, das ist für alle ein schönes Programm. Super, ja. Ich bin begeistert. Ich bin das erste Mal hier in Rasfeld und ich muss sagen, ganz toll. War nicht das letzte Mal. Ich bin eine nur Beethoven-Fan auf 9. Das höre ich heute schon das 4. Mal. Und da gibt's, es geht nichts über den Chor. Der gefällt mir am besten.